Eine oft gestellte Frage ist, ja, was kann ich denn jetzt nun eigentlich alles dämpfen? Darauf gibt es eine klare Antwort. Man kann fast alles dämpfen, was man in einem Topf kochen kann. Immer wenn du daran denkst, stell einen Topf auf, am Herd, koch es, denk dran, du kannst es dämpfen. Mit all seinen Vorteilen, Vitamine, Mineralstoffe, bioaktive Stoffe werden einfach mehr erhalten. Wir werden jetzt eines tun. Wir werden nicht nur Gemüse dämpfen, sondern wir werden auch Suppe kochen. Suppe kocht man auch im Topf. Also, ein wunderschöner Tafelspitz mit richtig kräftiger Suppe. Und dazu Röstkartoffeln, Cremespinat, Apfelgrün, Semmelgrün. Und der Kombidämpfer wird uns dabei helfen. Ein richtig schönes, kräftiges Stück Tafelspitz. Junger Stier. Wir nehmen Markknochen. Schön vorher ein bisschen heiß abgewaschen, kalt abgewaschen, damit die Suppe nicht trüb wird. Legen 2, 3 Markknochen einfach da dazu. Ja, nur ein wenig ansalzen. Wir geben Karotten dazu, Möhren, wir geben Petersilwurzel oder Pastinaken dazu, Sellerie, Zeller und natürlich auch eine Stange Lauch. Und Gewürze dürfen auch nicht fehlen. Lorbeerblatt, wenige Pfefferkörner, bisschen was vom Wacholder und ein bisschen von der Muskatnuss. Der Zwiebel ist wichtig für die Farbe. Man braucht den Zwiebel nicht einmal bräunen. Wichtig ist, unten ein bisschen da die Barthaare abzuschneiden. Da ist oft noch Schmutz dabei und Erdbehaftung. Also, das geben wir weg. Die Schale wird wunderbar auch schöner Farbe erzeugen. 2 Liter heißes Wasser, damit möglichst der Geschmack im Tafelspitz bleibt und nicht zu sehr auslaugt, geben wir ein paar Blätter Liebstöckel dazu. Maggigraut, sagen manche. Ab in den Kombidämpfer. Und wir schieben das Ganze in den Multidampfgarer. Einschalten, dämpfen beim Tafelspitz. Vitaldampf. 96 Grad ist wie kochendes Wasser. Es zieht. Wenn man einen Kerntemperaturfühler verwendet, und das ist sehr einfach, sticht man ihn in die Mitte des Fleisches. Dort in der Mitte ist am kältesten. Hier sticht man an. Machen wir die Tür zu. Und dann stellt man die Zeit, die Kerntemperatur ein. 88 Grad in der Mitte des Fleisches ist ideal bei jungen, zarten Tafelspitz. Wenn es andere Rindfleischteile sind, 92 Grad, vielleicht für Brustkern. 96 Grad Dampf wird drinnen sein. Wenn es 88 Grad in der Mitte hat, läutet's. Und dann ist die Suppe und der Tafelspitz fertig. Die Kerntemperatur von 88 Grad ist erreicht. Jetzt kann der Tafelspitz ruhig noch drinnen bleiben. Wir schieben jetzt die Röstkartoffeln, den Semmelgrün und den Spinat dazu. Kartoffeln schneiden, auf ein Blech geben. Bisschen Öl drüber. Grob geschnitten. Geben wir den Zwiebel dazu. Salz, Pfeffer. Bisschen was vom Kümmel und ein bisschen was vom Majoran. Vermischen wir das Ganze. Stellen wir es auf die Seite. Jetzt der Cremespinat. Wir nehmen einen tiefgefrorenen Cremespinat. Der braucht nur mehr schön heiß werden. Dann ist er fertig. Altgebackene Semmeln, 2-3 Tage alt, schneiden und in ein Glasgeschirr geben. Die sind noch leicht angetrocknet. Wir nehmen jetzt was aus der Suppe vom Tafelspitz und leeren die Suppe dazu. Und nicht nur Suppe, sondern auch ein Rahm, Obers. Und ja, da kann man schon ein bisschen kräftiger zuleeren. Der Semmelgrün wird zum Semmelgrün durch den Grün. Legiert wird er auch mit Sahne und Eigelb. Genauso wie zum Schluss der frisch geriebene Grün dazukommt. Und gleichzeitig, weil es auch unter einem Zug geht, machen wir zum Schluss auch noch einen Apfelgrün. Aber wie wir jetzt das da reinschieben, was oben und unten ist, ist jetzt wichtig. Und das zeigen wir dir jetzt, dass du wieder zurückgehen kannst zu deinen Gästen. Wir machen die Tür auf und ziehen den Kerntemperaturfühler raus.
Die Suppe ist total schön klar. Ganz oben die Röstkartoffel dazu. Die werden jetzt kurz mitgedämpft und später schalten wir noch den Grill ein. Und unten schieben wir dazu den noch gefrorenen Cremespinat, der muss nur mehr auftauen. Den Semmelgren, der muss nur mehr schön weich werden mit der Sahne und mit der Suppe. Der Dampf wird es jetzt erledigen. Und für die Dekoration braucht man ein paar schöne Karotten. Die legen wir zur Suppe dazu, dann haben wir eine schöne Dekoration. Tür zu. Jetzt dämpfen wir einfach 15 Minuten weiter. Unten wird es dann halbfertig sein, oben auch. Und oben werden wir zum Schluss noch drüber grillen. Nur 10 Minuten, 15. Und dann wird es schön braun sein. Es läutet, die Kartoffeln sind schon fast weich. Unten ist es auch halb gar. Jetzt muss es angebraten werden. Tür auf. Wir werden den Dampf herauslassen und werden nichts anderes machen, werden den Grill einschalten. Und jetzt werden wir diese Kartoffeln oben richtig anbraten. Mit der Überbackungsfunktion oder den Grill einschalten. Aufpassen, 230 Grad, 10 Minuten. Bisschen aufpassen, damit es nicht zu dunkel wird. Und dann ist es beinahe fertig. Die Röstkartoffeln, die hört man, so knusprig sind die. Oben resche, knusprige Röstkartoffeln. Der Tafelspitz, klare Suppe. Der Cremespinat, perfekt grün. Den rühren wir gleich um. Der Semmelgren, weich, aufgedunsen. Jetzt kommt die Legierung dazu. Jetzt das Eigelb mit der Sahne. Jetzt wird legiert. Jetzt wird das Ganze richtig schön schmierig. Schau, wie das richtig cremig wird. Cremig und schmierig. Wir verrühren auch hier den Spinat. Jetzt wird es richtig schön grün. Du servierst alles, stellst es auf den Tisch und geben noch ein bisschen Apfelgren dazu. Und das Gericht ist fertig.